Eine junge Flugbegleiterin ist bereit für ihren ersten Arbeitstag in einem gewöhnlich aussehenden Zug, der mit Passagieren gefüllt ist. Einige reisen beruflich, während andere mit ihren Familien in den Urlaub fahren. Doch nur 10 Minuten nach der Abfahrt gerät alles außer Kontrolle. Der Zug verwandelt sich plötzlich in ein altes, rostiges Durcheinander, und Chaos bricht aus. Die Menschen werden wild, und überall ist Blut. Die Flugbegleiterin, die auf einen großartigen ersten Tag hofft, wird von der schrecklichen Szene traumatisiert zurückgelassen. Jetzt zurückspulen ins Jahr 1988. Die kleine Omi-san ist total aufgeregt, denn heute ist ihr Geburtstag. Sie wartet gespannt darauf, dass ihr Vater mit ihrem besonderen Geschenk nach Hause kommt. Omis Vater arbeitet als Zugführer, während ihre Großmutter vor dem Fernseher sitzt. Omi spielt mit ihrem Spielzeugzug, wird aber bald gelangweilt und versucht, die Aufmerksamkeit ihrer Großmutter zu erregen. Als ihre Großmutter nicht reagiert, nachdem sie an ihrer Schulter gerüttelt hat. Nachdem sie die Schulter ihrer Großmutter geschüttelt hat, beobachtet Misan entsetzt, wie der leblose Körper der Frau schwer auf den Spielzeugzug fällt und ihn zerstört. Im Fernsehen wird die schockierende Nachricht von einem schrecklichen Zugunglück übertragen. Misans Vater, der als Zugführer arbeitete, befindet sich nun inmitten brennenden, zerknitterten Metalls. Es wird enthüllt, dass Misans Großmutter einen Herzinfarkt erlitten hat, als sie von dem Tod ihres Sohnes erfahren hat. In den Folgen des Unfalls sehen wir zwei kleine Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, beide verletzt. Sie starren entsetzt auf den Körper ihrer Mutter, die sich geopfert hat, um sie vor dem Zusammenstoß zu schützen. 15 Jahre später ist Misan nun Flugbegleiterin und beginnt ihre Arbeit in einem Zug. Einige Menschen machen ihren Vater, den Zugführer des verunglückten Zuges, dafür verantwortlich, aber Misan ignoriert die Anschuldigungen und konzentriert sich auf ihre Arbeit. Später erfahren wir, dass der Zug um 23.50 Uhr vom Bahnhof Seoul nach Yeosu abfährt. Viele Passagiere steigen in den Zug ein, darunter ein Paar, Heyu und ihr Freund, die in ihre Flitterwochen fahren, eine Gruppe von 4 Jugendlichen, die paranormale Aktivitäten erforschen, und 2 Schulmädchen, die ihren Unterricht geschwänzt haben. Der Zug fährt pünktlich ab. Kurz darauf kommt ein weiteres Paar am Bahnhof an und macht sich Sorgen, den Zug verpasst zu haben. Überraschenderweise kommt um 0 Uhr ein zweiter Zug an. Das Paar steigt in den Zug ein, und der Kapitän, Herr Park, verkündet, dass diese Reise nach Yeosu die letzte des Zuges sein wird. Er enthüllt, dass einige Teile des Zuges aus denselben Waggons stammen, die vor 15 Jahren in den Unfall verwickelt waren, was zu Gerüchten über Geister führt. Kurz darauf stoßen die Schulmädchen absichtlich mit Misans Speisewagen zusammen und stehlen Schokolade. Misan bemerkt es, spricht sie aber nicht an. Stattdessen gesellt sie sich zu ihnen beim Naschen. Später lädt der Zugführer Jin-Ku Misan zu einer Abschiedsfeier für Herrn Park ein. Sie feiern mit dem Personal und gratulieren dem Kapitän zu seinem Ruhestand. Nach der Party kehrt Herr Park ins Kontrollraum zurück und sieht ein Mädchen auf den Gleisen stehen. Entsetzt zieht er den Bremshebel, was dazu führt, dass die Passagiere kurz das Gleichgewicht verlieren. Er findet jedoch niemanden auf den Gleisen, als er nachsieht. Inzwischen interviewt das Team für paranormale Aktivitäten einen Passagier, der erwähnt, dass heute dasselbe Datum wie das schreckliche Unglück vor 15 Jahren ist. Der Passagier teilt mit, dass er jedes Jahr am Jahrestag des Zugunglücks reist, da er an diesem Tag seine Eltern verloren hat. Vor 3 Jahren sah er einen Mann mit einem Aktenkoffer, der mysteriös verschwand. Er führt das Ermittlungsteam zu dem Platz des Mannes, wo Suhe, eine der Ermittlerinnen, eine seltsame Aura spürt und ihre psychische Fähigkeit zeigt, Geister zu sehen. Inzwischen trifft Misan auf Hu Wang, einen alleinreisenden Jungen, der in seinem Buch zeichnet. Er behauptet, dass seine Mutter an der nächsten Haltestelle wartet. Als Misan seine Zeichnungen betrachtet, bemerkt sie Passagiere, die nicht im Zug sind. Hu Wang versucht, die Skizzen zu zerstören, was Misan dazu veranlasst, zu gehen. Dann erlebt sie unheimliche Phänomene. Der Zug verwandelt sich in eine alte, dunkle Version mit kriechenden Spinnen, und sie sieht die Geister der Unfallopfer. Plötzlich kehrt alles zur Normalität zurück. Misan trifft Hu Wang, einen Jungen, der in seinem Buch zeichnet, und behauptet, dass seine Mutter an der nächsten Haltestelle wartet. Sie bemerkt zusätzliche Passagiere in seinen Zeichnungen. Unheimliche Ereignisse folgen. Der Zug wird dunkel, mit Spinnen und geisterhaften Gestalten, bevor er zur Normalität zurückkehrt. Nach der beunruhigenden Begegnung mit der mysteriösen Flugbegleiterin führt Misans Neugier sie tiefer in die rätselhaften Geheimnisse des Zuges. Als sie der unbekannten Flugbegleiterin in den nächsten Wagen folgt, stolpert sie plötzlich und wird in eine surreale Welt katapultiert, in der der Zug selbst zu einem gespenstischen Schatten seiner selbst zu werden scheint. In einer erschreckenden Konfrontation mit einer dunklen Erscheinung geraten Misans Sinne außer Kontrolle, während die Realität um sie herum verblasst, nur um genauso schnell in die Normalität zurückzukehren, wie sie sich verschoben hatte.
Inmitten des Chaos fügt die Entdeckung von Su-hee, die die unheimliche Perücke hinterlassen hat, eine weitere Schicht von Intrigen zu dem sich entfaltenden Geheimnis hinzu. Trotz einer Rüge ihres Vorgesetzten bietet Jin-Koos standhafte Unterstützung Mi-san einen Hauch von Beruhigung inmitten des wachsenden Unbehagens. Inzwischen vertieft sich an Bord des zweiten Zuges Yumis Besorgnis, als sie und Yong-hyun sich isoliert wiederfinden, bis eine unerwartete Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Professor Kim einen Hauch von Vertrautheit bietet. Doch während sich die Fäden des Schicksals zwischen den beiden Zügen verweben, entfaltet sich auf dem ersten Zug eine düstere Wendung, als das Mädchen, das die mysteriöse Perücke beanspruchte, ein gruseliges Ende im Badezimmer erlebt. Gleichzeitig führt Misans Begegnung mit dem rätselhaften Hu Wang sie auf eine desorientierende Verfolgungsjagd, nur um der verstörenden Präsenz ihres verstorbenen Vaters gegenüberzustehen, die den zerbrechlichen Schleier zwischen Realität und Unbekanntem zerbricht. Inmitten des Chaos verankert Jin-Koos standhafte Führung Mi-san und erinnert sie an die dringende Abfahrt und die beunruhigenden Wahrheiten, die in den Tiefen des Zuges lauern. Im Badezimmer raucht eine Frau frustriert, da ihr Freund den Zug verlassen hat. Plötzlich erscheint sein Geist und greift sie an. Auf dem zweiten Zug diskutiert Professor Kim seine Dissertation mit Mi-sans Vater, der vorhat, ihr eine Spieluhr zu schenken. Das Paar, Yong-hyun und Yumi, realisiert, dass sie den Geisterzug betreten haben, der vor 15 Jahren verunglückt ist. Auf dem ersten Zug entdecken Jin-Koo und Mi-san die Leiche der Frau im Badezimmer, die vor Angst erstarrt ist. Jin-Koo kontaktiert die Zentrale, während Mi-san beunruhigende Nachrichten auf dem Telefon der Frau von ihrem Freund findet, der sie auffordert, den Zug zu verlassen, weil er Geister gesehen hat. Als sich der Zug erneut verwandelt, trifft Mi-san auf die mysteriöse Flugbegleiterin, die sie vor drohendem Unheil warnt. Verwirrt und verzweifelt schreit Mi-san die Flugbegleiterin an, nur um festzustellen, dass sie ihre Vorgesetzte anschreit. Überwältigt bricht Mi-san zusammen und betritt eine Vision, in der sie erfährt, dass die Flugbegleiterin Jung Jin-sook vor 15 Jahren auf dem Zug gedient hat. Im Badezimmer raucht eine Frau, während ihr Freund den Zug verlässt. Plötzlich greift sein Geist sie an. Inzwischen diskutiert Professor Kim auf dem zweiten Zug seine Dissertation mit Mi-sans Vater, der plant, ihr eine Spieluhr zu schenken. Das Paar, Yong-hyun und Yumi, erkennt, dass sie auf dem Geisterzug von vor 15 Jahren sind. Zurück auf dem ersten Zug entdecken Jin-Koo und Mi-san die Leiche der erschrockenen Frau im Badezimmer. Jin-Koo kontaktiert die Zentrale, während Mi-san auf dem Telefon der Frau beunruhigende Nachrichten von ihrem Freund findet, der nach dem Verlassen des Zuges Geister gesehen hat. Der Zug verwandelt sich erneut, und Mi-san begegnet erneut der rätselhaften Flugbegleiterin. Überwältigt schreit Mi-san die Flugbegleiterin an, nur um zu erkennen, dass sie ihre Vorgesetzte anspricht. Die Intensität der Situation fordert ihren Tribut von Mi-san und führt zu ihrem Zusammenbruch. In diesem Moment der Verletzlichkeit erlebt sie eine surreale Vision, die die Identität der Stewardess enthüllt, Jung Jin-sook, die vor 15 Jahren auf dem verhängnisvollen Zug diente, der verunglückte. Die Offenbarungen und paranormalen Ereignisse im Zug vertiefen das Rätsel und erhöhen die Spannung sowohl für Mi-san als auch für die Passagiere. Auf dem Boden offenbart Su-hee eine erschreckende Wahrheit, bevor sie ihren letzten Atemzug tut. Viele Passagiere im Zug sind von Geistern aus der Vergangenheit besessen. Darunter sind Hye-yu und ihr Freund, Gefäße für die Geister von zwei Kindern, die vor 15 Jahren bei dem Unfall ums Leben kamen. Schockierend sind diese Geister sich ihrer eigenen Tode nicht bewusst und reisen unwissentlich im Zug. Nachdem Mi-san dies erfahren hat, eilt sie, um das besessene Paar zur Rede zu stellen, wird jedoch, bevor sie eingreifen kann, von hinten erstochen und erneut bewusstlos gemacht. Inzwischen kämpft Jin-Koo darum, den Zug wie beabsichtigt zum Stillstand zu bringen, was Panik unter den Passagieren auslöst. Als Mi-san erwacht, findet sie den Geist ihres Vaters an ihrer Seite. Er beruhigt sie und enthüllt, dass ihr Zug dazu bestimmt ist, mit einem anderen zu kollidieren, was eine Offenbarung für all die gefangenen Geister auslösen wird. Diese Kollision wird schließlich das unheimliche Phänomen beenden. Plötzlich stürzt der Wagen in die Dunkelheit, verwandelt sich erneut in seinen unheilvollen Zustand, und Blut sickert beunruhigend durch die Umgebung. Während Mi-san am Boden liegt, taucht die unheimliche Präsenz von Jin-sook auf. Doch Jin-Koo greift ein und erklärt seine ewige Bindung zu Mi-san. Es wird enthüllt, dass Jin-Koo und Jin-sook eine vergangene Beziehung teilten, bevor Jin-sooks tragischer Tod bei dem Unfall geschah. Mit Jin-Koos Zusicherung verlässt der Geist von Jin-sook den Ort und findet Trost in den Armen ihres früheren Freundes. In der Zwischenzeit bricht im Zug Chaos aus, als Lichter flackern und Glas zerspringt, was auf das Erwachen der Geister zu ihrer düsteren Realität hinweist. Mi-san begibt sich zum Kontrollraum, wo sie auf Hye-yu und ihren Freund trifft. Sie haben den Kapitän getötet und den Zugpfad auf eine tödliche Kollision umgeleitet. Mi-san versucht, mit Hye-yu zu reden, was eine verstörende Vision auslöst. In Hye-yus erschütterndem Rückblick verwandelt sich der idyllische Strandausflug mit ihrer Familie in einen Albtraum,
der von den dunklen Absichten ihres Vaters genährt wird. Verborgenes Gift bedrohte ihr Leben, aber Jin-suks zufälliges Eingreifen störte seinen finsteren Plan. In einem Wutanfall verstummt ihr Vater Jin-suk und den Kapitän, besiegelt ihr Schicksal und das des verurteilten Zuges. Die Echo der Vergangenheit hallen in die Gegenwart hinein, als der Angriff von Heyus Freund auf Misan das finstere Erbe jenes schicksalhaften Tages widerspiegelt. Als Heyu in ihr jüngeres Selbst zurückfällt, kommt das Gewicht vergangener Traumata wieder hoch. Mittendrin bringt die geisterhafte Präsenz von Misans Vater einen Hauch von Hoffnung, lenkt den Zug von der Katastrophe ab. Als Heyus Freund seine besessene Fassade ablegt, um seine Schwester zu trösten, senkt sich eine Art Frieden über den heimgesuchten Zug. Mit den verfluchten und natürlichen Zügen, die getrennte Wege gehen, breitet sich eine heitere Normalität über den ursprünglichen Zug aus. Geisterhafte Erscheinungen verblassen ins Nichts und die Passagiere kommen aus ihren Verstecken, ihre Ängste durch den Anbruch eines neuen Tages besänftigt. In der feierlichen Einsamkeit des Kontrollraums findet Misan Trost in der ätherischen Umarmung ihres Vaters, dessen Worte der Wiedervereinigung durch die Stille hallen. Mit dem Zug endlich in Ruhe bricht das Tageslicht an, und desorientierte Passagiere treten in die Umarmung der erwachenden Welt. Als sich der letzte Vorhang senkt, steht Misan einmal mehr am Bahnhof Seoul, eine standhafte Flugbegleiterin an Bord des Zuges nach Yeosu. Die Nacht weicht dem Morgengrauen, und während der Zug seine letzte Reise beginnt, legt sich ein Gefühl der Abschließung über die heimgesuchten Schienen.